So, dies sind die Skalen. Ich mach mal und eine Skala in der Skala gesungen. Die kann auch etwas anderes. So, ich habe mal in der Skala gesungen. Die Skala heißt Skala, weil so viele Treppen hier sind. Und ich bin jetzt auch viele Treppen runtergelaufen. Und hier kann ich vielleicht einmal kurz... Also hier ist ein bisschen... Okay. So. Machen wir die Lose rein. Sehr schön. So, ja, die Skala. Das sind die Skalen, ja? Okay. Rote Skalen. Das ist eben das Besondere bei der Skala in Mailand. Ich bin tatsächlich im Mai in Mailand. Also ich habe dieses Land im Mai betreten. Ich mache mal kurz einen Blick hier aus der Loge. Ihr seht es. Oh, sorry. And here you see. Sorry, I just was looking. Yeah, me too. Okay. Oh, you do. Thanks. Okay, okay, just see here. Loge. Oh, yeah. So, dann geht mal raus. And here. Da, di, 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 di. So, ich habe mal in der Skala gesungen. Eine Skala in der Skala. Hier haben wir übrigens noch Bellini. Ihr seht. So, und sicher Verdi ist auch nicht weit. Gucken. Ah, hier. Rossini. Das ist Rossini. Und da drüben, ach komm, gehen wir mal hoch. Also, das ist hier die der Eingangsbereich der Skala. Und zwar wird da drüben, irgendwo muss noch Verdi noch sein. Nochmal. Hier ist Verdi, der Grüne. Und dann sind wir gleich fertig. Hier ist Donizetti. So, jetzt haben wir alle italienischen Komponisten mal so ein bisschen durch. Und hier nochmal ein schöner Blick in die Kirche raus. So, Achtung. Also, heute gab es Idomeneo auf Kreta. Linea B fällt mir da immer zu ein. Die Schrift der Minoa auf Kreta. Minotauros. Darum auch der große Stierschädel. Und ich war an der Piazza della Scala. Damit alles Gute und bis später. Es grüßt Peter. Heute haben wir übrigens den 22. Mai 2019. Und ich bin im Mai in Mailand. Your Mai,
Damit alles Gute und bis später. Es grüßt Peter. Ciao für Blau TV.